Willkommen zurück zu Final Fantasy 14 und meine Güte, ich habe heute eine lange Aufnahmesession hinter mir gehabt, bisher. Tatsächlich ist diese Aufnahmesession dieselbe, in der ich auch die Ending Credits von Stormblood, Shadowbringer, bla, geschafft habe. So viel Zeit ist seitdem vergangen, ja, ja. Kaum zu glauben. Und ja, natürlich möchte ich mit den Damen und Herren im Okular sprechen, denn wir haben tolle Neuigkeiten aus allen Regionen der Welt. Oder der ersten Splitterwelt, besser gesagt. Ah, da stehen sie und warten schon auf mich. Willkommen zurück in Crystarium. Wir haben schon von den neuen Regenten in Yulmor gehört. Zweifellos der richtige Mann. Shainus hat sich wirklich glänzend geschlagen. Er hat genau den richtigen Ton getroffen und direkt zu den Herzen der Bürger von Yulmor gesprochen. Er legt übrigens Wert auf gute Verbindung zwischen den beiden großen Städten Norfrans. Wenn er sich in Crystarium meldet, reiche ihm deine Hand in Freundschaft. Gibt es hier auch etwas Neues? Es ist gelungen, die weißen Auraziten herzustellen. Können wir bald unsere Heimreise antreten? Darüber wollten wir sprechen. Wir sind dabei, ein neues Hilfsmittel zu entwerfen, das uns nach Hause bringen soll. Ein neues? Was ist mit dem Auraziten? Sie sind vorbereitet und sie werden unsere geschwächten Seelen aufnehmen, aber es hat sich eine neue Komplikation ergeben. Durch die Schwächung verlieren die Seelen ihre Festigung. Das ist beabsichtigt, aber auch das bedeutet auch, dass sich unsere Erinnerungen verflüchtigen werden. Wenn wir geschwächte Seelen in einen gleißend weißen Auraziten transportieren, würdet ihr ohne jegliche Erinnerung erwachen. Ihr werdet zurück, aber in einen bedauerlich traurigen Zustand, der kaum noch etwas mit eurem vorherigen Selbst gemeinsam hätte. Wir brauchen also ein neues Hilfsmittel, das sowohl eure Seelen als auch eure Erinnerungen aufnehmen kann. Verstehe. Das neue Hilfsmittel muss in der Lage sein, unsere Erinnerungen aufzunehmen und in unsere Körper zu übertragen. So ist es. Kein einfaches, leichtes Unterfangen, aber der Kristallexarch hat bereits eine Idee. Ja, es fiel mir ein, während wir über Erinnerungen sprachen. Weißt du, du weißt bestimmt noch, was es mit der Farbe meiner Augen auf sich hat. Es sind die Augen der alagischen Kaiserfamilie. Meine Familie war mit einer besonderen Fähigkeit ausgestattet. Es fiel uns zu, das Blut und die Erinnerungen an den alagischen Thron für die Nachwelt zu bewahren. Die Fähigkeit, das Blut und die Erinnerung zu bewahren. Wenn wir herausfinden, wie diese Fähigkeit wirkt, können wir die Erinnerung bestimmt zusammen mit der Seele in einen Auraziten übertragen. Es verhält sich ähnlich wie bei den Seelenkristallen. Auch sie speichern die Erinnerungen an alte Erfahrungen und Techniken. Mit dem Unterschied, dass sich die Erinnerungen nicht auf andere Personen übertragen lassen müssen. Soweit der Stand der Dinge. Jetzt heißt es, uns der Aufgabe mit vereinten Kräften zu widmen. Wir werden eine Weile zu tun haben. Willst du in der Zwischenzeit in den Ursprung zurückkehren und Kriele wissen lassen, was wir vorhaben? Und vergiss nicht, Tataru zu versichern, dass es uns gut geht. Sie ist bestimmt ganz zappelig vor lauter Sorge um unser Wohlergehen. Wenn es gestattet, werden ich, Tankrit und Rine von unseren Vorhaben berichten. Außerdem möchte ich in Erfahrung bringen, was sie in der Zwischenzeit in der großen Leere erlebt haben. Natürlich. Ich werde mich bei dir melden, sobald wir neue Unterstützung benötigen. Also dann, lass Tataru wissen, wie es um uns steht und pass gut auf unsere Körper auf. Ich verspüre keine Lust, als echtes Gespenst zu enden. Na denn,
zurück in die Ursprungswelt. Da sind wir wieder. Ist das nicht herrlich hier? Falsche Tastenkombination. Wir machen das einfach ganz einfach. Mordona und rüber da. Mal gespannt, was da auf uns warten wird. Was schon wieder passiert ist, während wir weg waren. Mir kribbelt es ein wenig in den Fingern. Aber dafür sind die Botschaften gar nicht so schlecht, glaube ich. Also dann, Tataru hat den Plan und damit sind wir sogar am Ende von Patch 5.1 endlich angekommen. Endlich dürfte, bist du wieder da. Krile ist gerade bei den Exegeten. Ich kann zwar kaum erwarten zu hören, welche Nachrichten du aus der Splitterwelt mitgebracht hast, aber wir sollten lieber warten, bis sie mit ihrer Visite fertig ist. Große Ereignisse bahnen sich an. Ja, wir möchten mit der Geschichte fortfahren. So, im Augenblick kann ich nichts weiteres für Sie tun. Ich habe Ihre Körper behandelt, genau wie Matoya es mir aufgetragen hat. Ihre Lebenskraft sollte sich bald wieder stabilisieren. Wie geht es denn Ihren Seelen drüben in der Splitterwelt? So. Mit Beck Luke haben wir also einen neuen Verbündeten, der sich für die Rückkehr unserer Freunde einsetzt. Das beruhigt mich etwas. Weiße Auraziten zu benutzen, um die Seelen zu transportieren, halte ich für einen guten Einfall. Das könnte klappen. Dann bleibt uns nur die Aufgabe, auf die Körper aufzupassen und sie vor bösen Überraschungen zu schützen. Genau euch wollte ich sprechen. Du bist also unversehrt von deiner Reise zurückgekehrt, wie ich sehe. Willkommen zurück. Ritter Estinien, ich hatte mir ja solche Sorgen gemacht. Nicht doch, holdes Fräulein. Nach meiner Flucht aus der Kaiserstadt bin ich euren Agenten begegnet. Riol hat mich überzeugt, einen Abstecher zu eurem Hauptquartier zu machen. Flucht aus der Kaiserstadt? Was ist denn passiert? Am besten, ich erzähle alles von Anfang an. Nachdem ihr mich gebeten habt, mehr über die Geheimwaffe der Galear in Erfahrung zu bringen, bin ich über Razatan in galeisches Territorium eingedrungen. Bei der Erkundung einer Magitek-Fabrik bin ich unerwartet auf einen alten Bekannten von euch gestoßen. Gaius Baeza, der sich jetzt der Schattenjäger nennt. Wir beschlossen, uns zusammenzutun und wagten den Weg bis in die kaiserliche Hauptstadt hinein. Unsere Suche nach der Wahrheit führte uns in den Kaiserpalast, wo wir Zeuge einer unerwarteten Darbietung wurden. In der Hauptrolle, wiedervereint mit seinem eigenen Körper. Zenos Ye Galvus, der Vatermörder. Er erschlug Kaiser Varys vor unseren Augen. Dann forderte Gaius ihn zum Kampf heraus. Wie im Rausch rannte er auf ihn zu. Hey! Thank you.
So, und da bin ich auch wieder zurück mit meiner Stimme. Ich wollte jetzt nicht unbedingt den, diesen Kampf hier, das Gelaber einfach mal so unterbrechen. Deswegen habe ich mir gedacht, ach ja, machen wir es mal hier ein bisschen easy. Sagen wir einfach mal gar nichts. Ich habe gehört, die meisten von euch können lesen und genau deswegen dachte ich mir so, ja, läuft. Hoppla, das war jetzt nicht so geil. Ich habe gerade eben meinen Trank geschluckt. Egal. Hauptsache weg mit dem Kram. Ja, wir dürfen jetzt ein bisschen Estinien spielen. Das wird hier jetzt aber auch eine etwas längere Folge, tatsächlich. Der Grund dafür ist, es lohnt sich nicht, hier gleich einen Cut zu machen nach dieser Sequenz hier. Ui. Eine Cyberkrabbe. Nein, schon wieder. Ich will immer mit drei anfangen. Oh fuck. Ja, damit hätte ich jetzt anfangen sollen. Irgendwie gefällt mir das hier überhaupt nicht, was hier gerade abgeht. Aber okay, alles gut. Hey, wer bist du denn? Ist das hier diese Julia, die wir gerade eben in der Cutscene gesehen haben? Mir gar nicht aufgefallen. Doch, da drüben ist er. Danced hier die ganze Zeit lustig durch die Gegend. Oh, wait. Super, das ging schnell. Ausgezeichnet. Okay. Völlig in Ordnung. Dann teilen wir uns auf. Ich laufe hier lang. Du laufst da hinten lang. Und wenn wir Glück haben, treffen wir uns draußen irgendwann wieder. Ah, das scheint der Weg zu sein. Ja, das sieht doch gut aus. Was geht denn hier ab? Was ist denn das hier alles? Das nenne ich mal eine Kampfmaschine. Moment. What the? Es führt kein Weg dran vorbei. Entweder die Maschine fällt oder ich. Lanze Nitok, schenk mir deine Kraft. Das ist creepy. Mit dem Dude da hinten am Kopf. Ein neuer Ultima. Oh, was haben wir denn hier? Sternkreuz, du springst zum Ziel. Ersetzliches Brüllen, elementarneutrale Attacke, Drachenlanze, physische Attacke, Schaden über Zeit und Alamorn, physischen Schaden. Ah, und Schaden in Lebenspunkte umwandeln. Das ist gut. Na dann, gucken wir mal, wie weit wir kommen. Vielleicht erstmal Schaden über Zeit. Okay. Bin jetzt mal echt gespannt. Nee? Was war das hier nochmal? Ah, eine AOE ist das. Okay, sieht noch alles ganz gut aus. Okay.
Aber das ist noch der Anfang vom Kampf. Mal gucken, was jetzt noch passieren wird gleich. Da oben kommen Leute angewandert. Und... okay, es werden irgendwelche Daten geladen oder sowas. Und die da oben kann ich auch nicht irgendwie anvisieren oder dergleichen. Ah, die bewerfen mich mit Granaten. Das sind ja freche Leute. Nee. Die AOE ist gerade nicht aktiv gewesen. Der Fuck, was jetzt? Oh. Jetzt brauche ich die AOEs. Und wir müssen uns hier erstmal um den Kleinkram kümmern. Würde ich sagen. Ja, das sieht gut aus. Uff. Ah, ich dachte schon, da kommt eine AOE auf mich, direkt unter mich. Das ist eine AOE. Als die Attacke zorniger Salamander? Das ist ja süß. Ich mag Salamander. Dateneinspeisung. Keine Ahnung, was das jetzt wird. Bleibt man am besten vor ihm. Oder hinter ihm. Ist mir völlig Wurst. Oh fuck. Ah ne, alles gut. Soll man lieber in die Mitte schießen? Wegen diesen komischen AOEs, die nach links und rechts gehen. Ich habe es natürlich gerade eben akkurat geschafft, die die Jumps zu ignorieren. Genau diese AOE meinte ich. Die habe ich nämlich ehrlich gesagt gar keinen Bock. Aber hey, wir liegen schon bei 22%. 20%. Es geht doch relativ flott voran. Aber jetzt wird er wieder mit neuen Daten gefüllt oder so. Ja, tatsächlich. Datenspeisung. Gucken, was jetzt für komisches Zeug passiert. Okay. Okay, Limit Break ist ab. Das ist doch mal eine schöne Ansage. Vielleicht sollte ich erstmal abwarten, bis die... ah, oh, ich springe dafür raus. Sehr gut. Hat er gerade bei meiner Latte gesagt? So langsam habe ich genug. Ich sollte von hier verschwinden und zu Gaius Leuten zu stoßen. Was ist mit euch? Hattet ihr eine Vision? Dann hat sich dir gezeigt, was ich erlebt habe? Ich habe etwas ganz Ähnliches gesehen. Nur war es bei mir nicht so, als hätte ich selbst gekämpft. Ich habe schon viel erlebt, aber diese Gabe verblüfft mich jedes Mal aufs Neue. Zenos war nicht wirklich auf einen Kampf aus. Er wollte nur seinen Körper wiederhaben.
Als die Leibgarde erschien, ist der mir nichts, dir nichts verschwunden. Wer hätte gedacht, dass die Forschung der Galea über die Kraft des Transzendierens solche Früchte tragen würde? Xenos hat nicht nur den Tod überwunden und von einem anderen Besitz ergriffen. Er hat auch noch seinen eigenen Körper wieder. Damit ist er ja unsterblich. Wie ein Aschchen. Tja, es passieren die unglaublichsten Dinge in diesen Zeiten. Man hört sogar von Leuten, die einfach in den Riss zwischen den Dimensionen verschwinden, um auf Reisen zu gehen. Der Kaiser ist also erschlagen und von dem Thronfolger Xenos keine Spur. Das reicht, um das galäische Kaiserreich wieder in Unordnung zu stürzen. Ich vermute, es wird eine Weile dauern, bis sie ihren Krieg gegen Eorzea fortsetzen. Und den Einsatz der Schwarzen Rose hat Xenos dankenswerterweise mit einem Schwertstreich verhindert. Riol ist unterwegs zum Oberkommando der Eorzeischen Allianz, um diese Information zu überbringen. Ich verlasse mich darauf, dass die Generäle auch Ishgard in Kenntnis setzen werden. Wir haben gehört, dass es an der Front in der Gimlet-Finsternis ruhig geworden ist. Ich frage mich aber, was aus den Provinzen wird, wenn sich der Tumult im Kaiserreich ausweitet. Was ist übrigens mit Gaius? Er ist doch mit dir geflohen, oder? Ja, wir trennten uns, nachdem wir Galemalt verlassen hatten. Er sprach von einer neuen Bedrohung, um die er sich zu kümmern habe. Genaueres weiß ich nicht, aber er hatte die Befürchtung, dass wir es bald wieder mit einem alten Bekannten von ihm zu tun haben könnten. Ich wollte nicht weiter nachhaken. Ich vertraue ihm. Er ist nicht mehr der Gaius, der Eorzea zu Ehren des Kaiserreichs unterjochen wollte. Da hast du bestimmt recht. Aber eine neue Bedrohung, das klingt doch wirklich sehr bedrohlich. Besser wir sagen Riol Bescheid und den Shinobi. Sie sollen Augen und Ohren offen halten. Das ist alles, was ich zu berichten habe. Da von der Schwarzen Rose keine Gefahr mehr droht, gehe ich davon aus, dass meine Dienste getan sind. Ach ja, hab vielen Dank dafür, Estinien. Aber willst du uns nicht noch ein bisschen helfen? Die Exegeten sind doch immer noch in diesem verflixten Tiefschlaf. Dein Vertrauen ehrt mich. Aber vergiss nicht, dass ich kein Mitglied des Bundes bin. Ich bin ein Einzelgänger. Genau wie Gaius. Wir sind dir jedenfalls dankbar, dass du uns geholfen hast. Und Alfino ist es sicher auch. Also dann, Kameradin. Pass gut auf dich auf. Ich kann nicht immer zur Stelle sein, um dich vom Schlachtfeld zu ziehen. Wir wachen weiter über die Exegeten. Aber du solltest dich zurückziehen und deine Kräfte schonen. Du wirst sie bald wieder brauchen. Jupp, ich weiß auch schon, wann ich sie wieder brauchen werde. Nämlich gleich. Die ständigen Reisen zwischen den Welten müssen dich ganz schön ermüden. Hoffen wir, dass Back Look und die anderen bald handfeste Ergebnisse haben.
Werft die Verräter zurück! Der kaiserliche Thron gehört Nerva und niemanden sonst! Jagt die Schweine, bis sie tot umfallen. Niemals lassen wir sie den Thron besudeln. Niemals, nieder mit Nerva! Ach, schön, wieder ein Bürgerkrieg. Das passiert bei den Galeanen ziemlich oft, glaube ich. Nutzloses Geplänkel. Der Haushund treibt das Schwein vor sich her und hält es für eine Jagd. Es entbehrt nicht einer gewissen Komik. Diese Färbung in deiner Aura. Wer bist du? Einer, der auf der Suche nach einer neuen Heimat ist, als Jagdhund, wenn es denn gewünscht ist. Es stände der rasenden Grausamkeit, die in mir schlummert, gut zu Gesicht. Und die Beute sei... Zodiac. Schon gehört? Der neue Regent will die Daedalus-Steinhauerei wieder öffnen und in Jumo eine große Werkstatt errichten lassen. Das heißt, dass es bald endlich wieder Arbeit gibt. Siedler fürs Umland sucht man auch. Man soll sogar einen Talos geschenkt bekommen, der einem die schwerste Tätigkeit abnimmt. Das klingt nicht schlecht. Wofür soll ich mich denn nun bewerben? Mit einem regelmäßigen Einkommen bräuchte ich mir keine Sorgen mehr zu machen, wie ich die Kinder ernähren soll. Endlich gibt es wieder Hoffnung. Hoffnung. Ich, der Zurückgelassene, werde den innigsten Wunsch meiner Freunde erhören und ein Licht der Hoffnung am Horizont erstrahlen lassen. Das ist es, wofür das Schicksal mich vorgesehen hat. Wo kommt denn der auf einmal her? Guter Artbert. Nebenbei, tatsächlich, den haben wir seit dem Kampf gegen MSH nicht mehr gesehen. By the way. Aber reden wir doch trotzdem nochmal mit Kriele. Ah, schön dich zu sehen, Dufte. Ich wollte dich ohnehin sprechen. Ich habe Matoya um Rat gefragt und ihre Vorschläge soeben in die Tat umgesetzt. Der Zustand der Körper der Exegeten sollte sich vorerst stabilisieren. Aber es ist natürlich nur eine vorübergehende Lösung. Es ist bloß eine Frage der Zeit, bis wir an die Grenzen unserer Möglichkeiten stoßen. Mehr kann ich momentan von hier aus nicht für sie tun. Wir sind schlicht darauf angewiesen, dass du gemeinsam mit dem Kristallexarchen Fortschritte bei der Entwicklung eines geeigneten Gefäßes für den Seelentransport machst. Wenn wir doch nur mit dir gemeinsam in die erste Splitterwelt reisen könnten, dann könnten wir dir wenigstens vor Ort ein wenig zur Hand gehen.
Bitte entschuldigt die Störung. Ich bedauere, dass ich so lange nichts von mir habe hören lassen durfte. Es ist gut, dich gesund und munter wiederzusehen. Aber entschuldigt, ich sollte mich zunächst richtig vorstellen. Ich heiße Maxima. Ich bin aus dem Kaiserreich nach Eorzea in Exil gegangen und habe mich der Allianz angeschlossen, um Kommandant Raubern meine bescheidenen Dienste anzubieten. Oh, ich glaube, ich habe bereits von dir gehört. Du gehörst den Popularen an, wenn ich mich recht entsinne. Und dein Erscheinen hier kann nur bedeuten, dass es Neuigkeiten von der Eoseelischen Allianz gibt. Habe ich recht? Ja, so ist es. Wie ihr vielleicht erfahren habt, ist das Kaiserreich in offenem Aufruhr. Im Zuge dessen wurden an der Front der Gimlet-Finsternis die Kampfhandlungen eingestellt. Die Anführer der Stadtstaaten sind daher mit ihren Truppen in ihre Heimat zurückgekehrt und die Befreiungsarmee von Alamigo hat die Überwachung der Grenze übernommen. Und dort ist kürzlich ein überraschender Gast mit einer alarmierenden Botschaft aufgetaucht. Das Schicksal hat euch bereits in der Vergangenheit zusammengeführt. Jedenfalls hat Kommandant Raubern aufgrund der Neuigkeiten eine Notsitzung einberufen und wünschte unverzüglich den Bund der Morgenröte und vor allem dich dürfte zu sprechen. Ich weiß, ihr seid beschäftigt, doch ich fürchte, die Situation duldet keinen Aufschub. Das hört sich wahrlich dringend an. Ich werde dich auf jeden Fall begleiten, Lufte. Wir können zwar nicht alle Exegeten zu dem Treffen berufen, aber gemeinsam sollten wir für den Bund sprechen können. Ich danke für euer Verständnis. Das Treffen soll im Palast von Alamigo stattfinden. Wir sollten unverzüglich zum migischen Wohnviertel in Gir Abania aufbrechen. Ich halte so lange hier im Sonnenwind die Stellung. Gute Reise! Ich bin ja mal gespannt, was da so abgeht. Düsen wir mal ins migische Wohnviertel und reden mit unseren alten Freunden. Haha. So. Ich hatte mich schon vorhin gefragt, ob ich hier auch... Ja, ich kann hier fliegen. Ich glaube, ich hatte nämlich eine ganze Zeit lang die Windätherquellen für dieses Gebiet aufgeschoben und hatte irgendwie nicht so richtig Bock, die zu suchen. Aber Glück gehabt, würde ich sagen. Ich werde euch nun in den Besprechungsraum im Palast führen. Unser Überraschungsgast sollte uns bereits gemeinsam mit dem Kommandanten dort erwarten. Wer wird das wohl sein? Oberkommandant Raubern, unsere Gäste vom Bund der Morgenröte sind soeben eingetroffen. Sei gegrüßt. Es ist schön, dass du kommen konntest. Wir haben uns ja seit der Schlacht in der Gimlet-Finsternis nicht mehr gesehen. Es tut wirklich gut, dich gesund und munter wiederzusehen. Wie ich vom Bund hörte, bist du seither in eine andere Welt gereist. Deine Taten übersteigen wahrlich meinen Horizont. Darüber musst du mir später mal bei einem ordentlichen Humpen mehr erzählen. Doch zunächst gibt es Dringendes zu besprechen. Jedenfalls, wenn es stimmt, was unser Besucher hier zu sagen hat. Ich schätze, ich muss euch nicht miteinander bekannt machen. Die Heldin Eoseas. So sieht man sich wieder. Kein Grund zur Beunruhigung. Ich bin nicht hier, um die Klingen mit dir zu kreuzen, sondern um vor einer neuen Bedrohung zu warnen. So verrückt es klingen mag, ich glaube ihm. Mit nichts weiter als zwei Begleitern taucht er ausgerechnet hier in Alamigo auf, dem Land, das er selbst zu unterjochen half.
Sicher, ich hätte große Lust, ihm den Hals umzudrehen. Doch ich bin gewillt, ihm einen Vertrauensvorschuss zu geben. Schätze, das wäre geklärt. Nun, ihr habt vielleicht schon von Estinien gehört, dass sich unsere Wege gekreuzt haben. Für kurze Zeit kämpften wir als Verbündete Seite an Seite. In der kaiserlichen Hauptstadt wurden wir Zeugen, wie Zenos seinen eigenen Vater, Kaiser Varys, niederstreckte. Die Leibgarde des Kaisers verdächtigte natürlich uns und wir mussten uns aufteilen, um ihnen zu entkommen. Bei seiner Flucht traf der Drachenreiter auf eine gewaltige Magitek-Maschine, der er nur mit Mühe Einhalt gebieten konnte. Als mir diese Geschichte zugetragen wurde, traute ich zuerst meinen Ohren nicht. Doch weitere Nachforschungen haben den Verdacht bestätigt. Die Galear haben eine neue Ultima-Waffe entwickelt. Eine neue Ultima-Waffe? Das Werkzeug, mit dem das Kaiserreich ganz Eorzea tyrannisieren wollte? So ist es. Ein allergisches Abwehrsystem, erschaffen, um Primae zu besiegen. Einst wiedererweckt von einem törichten Narren, der nach der Pfeife eines Aschiens tanzte. Und wie wir alle wissen, konnte sie letzten Endes nur von der Heldin Eorzeas zerstört werden. Wir entdeckten die Waffe damals in den allergischen Ruinen unter Alamigo. Ich hatte die Rekonstruktion dieser Technologie für unmöglich gehalten, doch wie es scheint, wurde die Forschung im Geheimen weitergeführt. Meinen Informationen nach steckt die 7. Legion hinter den Plänen für die neue Ultima-Waffe. Die 7. Legion? Ich dachte, die sei vor 5 Jahren bei der Schlacht von Cateno ausgelöscht worden. Und auch Nael Phandanus hat die 7. Katastrophe nicht überlebt. Beides ist richtig. Die 7. Legion wurde vollständig aufgerieben und nur einige wenige überlebten. Doch sie wurde offenbar neu formiert. Es ist eine komplett neue Einheit. Mir ist allerdings nicht bekannt, wer sie im Moment führt und diese finsteren Pläne vorantreibt. Nach der Neuformierung der Legion wechselte das Kommando mehrfach. Doch ich kann mit Gewissheit sagen, dass sich mehrere dieser Maschinen in Entwicklung befinden. Eine davon ist bereit, auf Eorzea losgelassen zu werden. Wir haben versucht, auch diese zu zerstören. Doch gegen ihre überwältigende Macht konnten wir nicht viel ausrichten. Also haben wir uns zurückgezogen und beschlossen, die Allianz vor der drohenden Gefahr zu warnen. Kaum sind die Flammen des Krieges erloschen, wird anderswo ein neues Feuer entfacht. Sobald wir die Nachricht erhielten, wurde die Eorzeische Allianz in der Gimlet-Finsternis in Alarmbereitschaft versetzt. Und es wurden Pläne für einen Präventivschlag geschmiedet. Und deshalb haben wir dich rufen lassen. Schließlich hast du dich bereits einmal der Ultima-Waffe gestellt und sie zerstört. Wir möchten, dass du dich einem Sonderkommando anschließt. Natürlich wäre es einfacher, wenn wir die Exegeten vom Bund der Morgenröte an unserer Seite wüssten. Aber ich hoffe, dass wir auch ohne ihre Unterstützung auf dich zählen können. Überleg es dir. Und melde dich bei unserem Offizier, sobald du bereit bist. Bislang jagte ich die Aschiens allein aus Rachsucht. Aber jetzt ist es wohl an der Zeit, mich meiner eigenen Vergangenheit zu stellen. Früher waren wir erbitterte Feinde. Ich weiß, ich bin nicht in der Position, Forderungen zu stellen. Aber wenn du dich dieser Mission anschließt, stehen unsere Chancen wesentlich besser. Ich werde mich zur Front begeben und die Soldaten dort nach besten Kräften unterstützen.
Die Bedrohung durch diese neue Ultima-Waffe ist ohne Frage gravierend. Doch genauso wichtig ist es, nun schnell die Exegeten zurück in die Ursprungswelt zu holen. Und nur du hast die Fähigkeit, in die erste Splitterwelt zu reisen. Ich weiß, es ist schwer zu sagen, was jetzt wichtiger ist. Die Entscheidung liegt allein bei dir. Ja, so sieht's aus. Das scheint der Offizier zu sein, von dem Raubern sprach. Sieht nach einem General der Befreiungsarmee aus. Wenn du bereit bist, die neue Waffe des Kaiserreichs auszuschalten, solltest du dich bei ihm melden. Andererseits mache ich mir große Sorgen um die anderen Exegeten. Wer weiß, wie viel Zeit uns noch bleibt. Falls du dich entscheiden solltest, in die erste Splitterwelt zurückzukehren, sprich mich noch einmal an, ja? Wir sollten uns beratschlagen, welche Informationen wir unseren Freunden in der anderen Welt mitteilen. Und, jupp, das ist der Moment. Ich rede mit dem Soldaten, denn, oh, das ist genial, was hier kommt. Deswegen nehmen wir das. Ah, Dufte, ich hab dich schon erwartet. Ich habe hier eine von Oberkommandant Raubern persönlich signierte Erlaubnis vorliegen, die auf deinen Namen ausgestellt ist. Dir wurde die Befugnis erteilt, das Hauptquartier der Euseischen Allianz nach freiem Ermessen als Basis für deine Operation zu benutzen. Es geht um die Abwehr der Primae-Waffe, die gegen Eosee eingesetzt werden soll. Wenn ich richtig informiert bin, Gaius Belsa und seine Vertrauten sind bereits dorthin unterwegs. Melde dich bitte beim zuständigen Offizier der Befreiungsarmee in Porta Pretoria. Es wird alles Nötige veranlasst, um dir den Zutritt zu gewähren. Und genau, das wollen wir nämlich auch machen. Dafür müssen wir hier rüber und uns hier zum Meteoriten teleportieren lassen. Denn tatsächlich möchte ich zuerst die Ultima-Waffe, beziehungsweise die neue Ultima-Waffe freischalten. Und ich bin außerdem mega gespannt, was die Story dahinter noch wird, weil die auch ziemlich viele Fragen aufwirft. Aber das werdet ihr dann im Kampf der neuen Ultima-Waffe auch noch sehen. Spoiler, Spoiler. Also, mehr Spoiler gibt's nicht. Ah, da bist du ja. Soll ich dich gleich zum Hauptquartier der Allianz führen? Ja, bitte. Ah, und da steht auch schon der Gaius. Hallo Gaius. Ah, Dufte. Wir sind beide keine Freunde der vielen Worte. Du solltest wenigstens wissen, warum du hergebeten wurdest. Lass uns also kurz die Lage zusammenfassen. Wie wir wissen, wurde die Forschung der Ultima-Waffe von der neuen formierten 7. Legion weitergeführt. Mehrere Prototypen sind bereits in Konstruktion, einer davon mit der Bezeichnung Rubinwaffe, steht kurz vor seinem Einsatz an der Euseischen Front. Zusammen mit Severa hier habe ich versucht, die Rubinwaffe bei einem ihrer Testläufe in den Hinterhalt zu locken und zu zerstören, leider vergeblich. Und das obwohl die eingesetzte Feuerkraft mit Leichtigkeit für die Ultima-Waffe, deren Verteidigungswert mir ungefähr bekannten ausgereicht hätte. Die Rubinwaffe ist, gelinde gesagt, um einiges stabiler als wir dachten. Sie hat aller Wahrscheinlichkeit nach dieselben Kernfunktionen wie die der Ultima-Waffe, die Kraft der Primae in sich aufzunehmen. Vermutlich hat sie also in einer der galileischen Provinzen einen Primae absorbiert, dessen Panzerung alles übertrifft. Was wir bisher gesehen haben. Die Konstruktion des Exoskeletts war ebenfalls sichtlich verbessert. Gefährlich sind vor allem die extrem starken Klauen, die die Rubinwaffe fast beliebig verformen kann. Ihrer Konterattacke konnten wir gerade noch ausweichen und uns in Sicherheit bringen. Gaius hat
mir beim Rückzug Deckung gegeben und wurde verwundet. Es ist ein Wunder, dass er überhaupt noch aufrecht stehen kann, sich wegen mir in solche Gefahr zu bringen. Mach kein großes Theater darum. Ich war es, der die Sache mit Ultima damals überhaupt begonnen hat. Jetzt werde ich sie auch beenden. Nur wird dich das Ding in einem Zustand durchbohren, bevor du noch in Stellung gehumpelt bist. Du weißt genau, womit wir es zu tun haben. Wenn wir dich also verlieren, haben wir schlechte Karten. Da wäre es wesentlich schlauer, uns auf die Hilfe von Dufte zu verlassen. Ich weiß, dass sie dafür so geeignet wäre wie keine andere. Aus eigener Erfahrung. Wir haben uns vor langer Zeit gegenübergestanden, als Feinde. Gerade ich sollte also nicht um einen Gefallen dieser Tragweite bitten, aber mir bleibt keine andere Wahl. Also, hilfst du uns? Na gut, wenn Eosé in Gefahr ist, muss ich wohl wieder ran. Danke, Dufte. Vorhin haben wir eine Nachricht abgefangen, dass die Rubinwaffe bereits zum Ausrücken ist. Wir müssen uns bereithalten. Ich würde vorschlagen, wir warten hier an der Front, bis sich das Monstrum zeigt. Melde dich beim Militärlogistiker da drüben, sobald du kampfbereit bist. Wenn ich damals geahnt hätte, was mir meine Dummheit noch einbringen würde. Die Startsequenz der Rubinwaffe wurde eingeleitet. Alle Wartungsarbeiter sofort zurücktreten. Pseudo-Auratik-System aktiv. Assimilierungsgrad ausreichend. Keine Abstoßungsreaktion registriert. Alles bereit zum Start. Verstanden. Deckname Danus. Rubinwaffe verlässt den Hangar. Na denn? Sind wir fast soweit? Voldatin hat mir schon Bescheid gesagt. Ich bringe dich gleich zu deiner Gefechtsposition. Von dort aus hast du die besten Erfolgsaussichten. Alles Gute! Und damit ist Ruby Weapon freigeschaltet und für uns ist sozusagen der Punkt, an dem wir sagen, bis zur nächsten Folge! Tschüssi, hier gibt's einen Cut. Ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht!